Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Commented Collection. Ja, heute stellt der liebe Thomas seine schicke Sammlung vor, beziehungsweise einen Teil davon und was sich darin verbirgt. Das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Eine weitere Folge Commented Collection steht an und heute stellt der liebe Thomas von Realistic Yu-Gi-Oh! Einen Teil seiner Sammlung vor. Ja, er hat sich dazu entschieden, den Teil selbst zu kommentieren. Das erspart mir natürlich einiges an Arbeit und ja, an der Stelle möchte ich gar nicht allzu lange vorne weglabern. Ich würde sagen, Film ab. Hallo. Ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen, mich und meinen Kanal etwas besser vorzustellen. Ich heiße Thomas, bin 21 Jahre alt, komme aus Österreich und betreibe eben den YouTube-Kanal Realistic Yu-Gi-Oh!, in dem ich mich eben mit meinem Projekt befasse, in dem ich aus jedem TCG-Set jede Karte in jeder Rarität im Playset sammeln möchte. Und während ich auf dem Weg bin, dieses Ziel zu erreichen, eben jedes Set zu vervollständigen, wirklich als Masterset, werde ich natürlich auch jedes Produkt, das eben im TCG erscheint, versuchen zu kaufen, möglichst dazu auch ein Opening zu bringen auf dem Kanal. Da jetzt eine reine Präsentation meiner Sammlung oder eines Teils meines Projekts wohl relativ langweilig wäre, möchte ich nämlich direkt in der Einleitung auch noch ein paar Beispielszenen, ein paar weitere Beispiele meiner Sammlung zeigen, was ich eben noch so alles im Besitz habe, was ich so angesammelt hat über die letzten 3 Jahre, seitdem ich mit Flames of Destruction eben angefangen habe, wirklich jede Karte im Playset zu sammeln. Ich hoffe, euch gefällt dieser schöne Einblick in meine Sammlung. Es hat sich wirklich relativ viel angesammelt. Ich möchte mich auf dem Kanal nicht nur rein mit dem TCG, sondern auch teilweise mit dem OCG befassen, weil sie im OCG eben teilweise wirklich Produkte bekommen, die unseren sehr überlegen sind, rein was sammlungstechnisch, artwork-technisch oder rarity-technisches betrifft. Aber auch eben, weil ich generell die OCG-Karten teilweise vom Design her, teilweise generell vom Layout her, riesig cooler finde als bei uns im TCG. Jetzt kommen wir auch langsam eigentlich zu dem Hauptgrund, zum Hauptthema des Videos, zum Hauptkern. Und zwar möchte ich jetzt eben auch noch zusätzlich eben zu meiner kleinen Kanalvorstellung auch einen kleinen gewissen Einblick in mein Projekt geben, also in welche Richtung es in dem Projekt gehen soll. Und deswegen habe ich auch in den letzten Monaten einen kleinen Binder zusammengestellt, einen wirklich komplett gefüllten Binder, der eben einen gewissen Teil meines Projekts widerspiegeln soll, eben was sich eben alles dahinter verbirgt. Und zwar habe ich einfach mal die Seite als erstes vorbereitet, quasi die Karte, die auch mein Kanalmaskottchen, mein Kanalbanner schmückt und mein Kanalbild, eben der Namoral Hunter, eben weil er einfach auch eine Anime-Referenz ist, ein Kaito aus Sexel, ist einer meiner Lieblingscharaktere. Galaxy Eyes ist auch nach wie vor eins meiner Lieblingsdecks, wenn ich überhaupt noch dazu komme zu spielen, hauptsächlich sammle ich ja inzwischen nochmal. Weitestgehend hätten wir eben die beiden Dark Worms aus Battles of Legends Relentless Revenge. In der Mitte hätten wir einen Chaos Emperor Dragon aus Invasion of Chaos aus IOC. Leider der Unfirst Print, aber im Generell ist es relativ cool. Das ist auch hauptsächlich das Zeug, das ich bis letztes Jahr Oktober noch zusammengesammelt habe und der Ordner lag bis dahin eigentlich nur mehr herum. Dann hätten wir unten noch 2 Necros of Ranak. Die Karte geht nach wie vor noch so über 20 Euro. Es ist erstaunlich, dass sich die Karte bei dem Preis so relativ gut gehalten hat und trotzdem, das Set ist jetzt nicht wirklich so on top gewesen. Dann hätten wir noch, weil er relativ gut dazu passt, einen Paladin Schwarzen Drachen. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt auf die nächsten beiden Seiten. Da hat sich durchaus einiges von einem meiner anderen Lieblings-Artstabs angesammelt. Ich glaube, das ist relativ gut zu erkennen, dass ich Orders-Fan bin. Ich liebe das Pendeldeck, auch wenn sehr viele diese Mechanik hassen, aber ich liebe das Orders-Deck-Thema generell, weil es einfach wirklich sehr vielfältig ist, sehr viele Beschwörungsarten, sehr viele verschiedene Monster, Artworks und so weiter betrifft, weil es sowohl Anime- und Manga-Karten hat und weil es auch wirklich verschiedenste Rarities bekommen hat. Zum Beispiel haben wir hier einfach als oben direkt das erste Playset aus der Collection Tin von Orders mit dem Platinum Secret Rare-Effekt. Dann hätten wir darunter eben die normale Secret Rare, dieses Cover Monster von Duelist Alliance, von dem ich ja auch schon einen Display Opening auf dem Kanal hochgeladen habe. Dazu wird wahrscheinlich in Zukunft auch irgendwann ein neues Thumbnail erscheinen, ein wesentlich besseres. Darunter hätten wir auch nochmal direkt zusätzlich die Ultimate Rare Variante der Karte.
Einfach weil ich die Karte wirklich gerne bei den verschiedensten Rabbits sammeln würde. Und die OCG haben sie ja sogar die Ghost Rare, die Holographic Rare bekommen, die wir im TCG leider nicht bekommen haben. Was ich ziemlich schade finde, weil ich eigentlich jeden der Dimension Dragons am liebsten in der TCG-Variante in jeder Rarity sammeln würde. Nur beim Starving Venom ist eben ein ähnliches Problem der Fall. Aber so viel zu dem. Dann hätten wir eben noch die beiden Order's Phantom Dragons, die beiden Manga-Bonus. Er ist halt ein Legendary Dragon Dex, hat er wenigstens noch seine TCG-Print, aber in Ultra Rare als Manga-Bonus macht er schon um einiges mehr her. Dann hätten wir noch das alternative Artwork eben aus den Legendary Dragon Dex, darunter eben den All-Ice Phantom Dragon. Im Original, im Manga wurde er eigentlich God-Ice genannt, eben auf basierend auf Genesis Omega Dragon. Einer der wichtigsten Karten der Story. Dann hätten wir unten noch die alternative normale Monster-Variante vom Order's Pendulum Dragon, dem Arc Pendulum Dragon. Eine der wichtigsten Karten des ganzen Deckthemas, eine der zentralen Strategien, dass er eben, wenn eine Orders-Karte zerstört wird, einen anderen vom Friedhof, von der Hand oder vom Deck specialen kann. Definitiv eine der Kernstrategien des Decks. Aber das war jetzt an sich nicht nur der einzige Punkt. Ich sammle gerne, sehr gerne, wirklich generell vielseitig. Und ich liebe es auch wirklich, die verschiedensten Rarities der Karten zu sammeln oder auch Karten, die zum Beispiel gar nicht spielbar sind. Wie zum Beispiel die beiden Karten aus World Superstars, Legendary Magician of Dark und Legendary Dragon of White, einfach die Referenzen auf die ersten beiden Ace Monster auf Blue Eyes und auf Dark Magician, sogar von den Werten her gleich, sind Matchwinner-Karten bei uns nicht spielbar, zumindest sind sie in Duell nicht erlaubt, aber an sich richtig geile Karten, ich liebe genau sowas. Zusammen sind sie richtig cool, designtechnisch gefällt mir sogar der Legendary Magician of Dark richtig gut, das ist von den beiden meine Lieblingskarte. Dann hätten wir einen himmlischen Drachenritter Felgrind, die Xyz-Variante aus dem Megapack. Dann hätten wir eben noch von einem meiner anderen Lieblingsdecks, mit dem ich auch wieder angefangen habe 2016, Raid Raptors. Wir hätten als erstes Force Strix, auch das komplette Playset aus Wing Riders. Die Karte ging auch mal so gute 20 Euro, hätte ich geschätzt. Damals, als Wing Riders noch als der Force Strix aus Wing Riders noch kein Reprint hatte. Dann hätten wir ebenso die andere Secret aus Wing Riders in die Satellite Cannon packen. Ich liebe das Design der Karte, den generellen Aufbau und das ganze Rank-Up-System des Decks. Ich liebe es. Aber damit wir uns nicht allzu lange aufhalten, möchte ich auch direkt auf die nächste Seite gehen. Wir hätten nämlich den nächsten Dimension Dragon, der auch direkt das zweite im Anime vorkam. Wir hätten eben den Dark Rebellion Xyz Dragon. Ganz oben hätten wir direkt das Playset vom Dark Rebellion in Secret aus New Challengers. Darunter hätten wir eben noch links und rechts in der Mitte die Ultimate Rare von der Karte und in der Mitte hätten wir in dem Kamerawinkel, kann man die Karte relativ schlecht erkennen. Ich zeige sie euch mal etwas genauer, vielleicht kommt der Ghost Rare Effekt wesentlich besser durch, wenn man sie so hält. Es ist eine amerikanische Variante der Karte und dann hätten wir zu guter Letzt eben noch, damit es vervollständigt wird auf der Seite, wir hätten das dritte Playset noch von der Collector's Team Variante der Karte und dann blättern wir einfach mal weiter durch. Eben dann sind wir auch direkt bei meinem Lieblingsdeckthema, bei einem meiner Lieblings-Archetypes gelandet, generell Drachendecks. Drachenkarten liebe ich, wenn sie richtig gut gelungene Designs haben zum Beispiel oder auch wenn sie in die Richtung gehen. Und ich liebe wirklich Galaxias, das kann man da glaube ich sehr gut erkennen. Auf der ersten Seite hätten wir einfach mal einen Neo-Tacheon in Ultimate Rare, leicht gedamaged leider, kann ich auch gerne mal etwas besser zeigen. Leider hat einen kleinen Schaden, aber mich persönlich stört es nicht, wenn die Karte zum Beispiel so einen kleinen Schaden am Rand hat, wenn sie so gesehen ansonsten eigentlich kaum was hat, wenn sie so gesehen excellent ist oder wirklich nah an Nirmit. Dann hätten wir eben noch passenderweise den normalen Neo-Galaxy als Photon Dragon in Ultimate Rare, ebenfalls ist auch der Anfassprint. Dann hätten wir eben auch noch ein Playset aus der Battles of Legends, da hätten wir eben die aus der Battles of Legends, den Originalprint aus Galactic Overlord, das Secret Rare Playset vom Galaxy Cypher Dragon aus den Dragons of Legend Unleashed, Dragons of Legend 3. Auf der anderen Seite herum geht es wiederum weiter, eben passenderweise zum Neo Tacheon habe ich da die normale Variante vom Tacheon reingepackt in Ghost Rare. Ist auch eine verdammt schöne Karte und es ist glaube ich sogar die europäische Variante, deswegen kann man den Effekt wahrscheinlich so noch etwas besser erkennen. Tja, und damit es eben noch zusammenpasst, habe ich darunter eben noch die drei Battles of Legends Varianten von der Karte angeordnet. Passenderweise habe ich da oben noch einen Print von Primal Origin, Galaxy's Prime Photon Dragon, einen vom Megapack und da unten hätten wir eben noch das gute Blazer der Karte. Und dann würde ich mal sagen, wir blättern auch mal kurz weiter, dann kommen wir nämlich zu ein paar sehr relativ interessanten und auch preiswerten Link-Karten. Und zwar haben wir als erstes mal auf der ersten Seite den guten Albtraumritter Einhorn. Eben aus Flames of Destruction,
Das war auch das Set, das mich eben dazu ermutigt hat, wirklich dieses komplette Projekt anzufangen. Danach hätten wir eben sein Reprint aus dem Megapack 2019. Darunter hätten wir noch die Jump-Variante der Summon Sorceress, die inzwischen ja leider gebannt ist, aber war auch wirklich eine viel zu spielstarke Karte. Darüber hätten wir noch den BLS, der zu Anfangszeiten wirklich nur gerade mal 8 Euro ging und inzwischen auf über 40 ist. Aber zum Glück habe ich einen aus dem Display und einen aus Random Booster Packs gezogen, das fand ich relativ nice. Ist schon praktisch, wenn du so eine preiswerte Karte einfach nur ziehst. Dann können wir auch direkt weitermachen. Ich möchte jetzt erstmal auf die unteren Karten eingehen. Wir hätten eben das Dual Power Playset vom Borrowed Rang. Eben einfach das alternative Artwork, aber ich habe auch inzwischen die Link Frames Pack Varianten der Karte. In Secret Rare macht der Borrowed Rang in dem alternativen Artwork wesentlich mehr her. In Ultra Rare kommt das nicht ansatzweise wirklich so gut ran, wie wenn die Karte zum Beispiel nochmal in Secret Rare in dem Artwork geprintet worden wäre. Dann hätten wir nämlich auch den zweiten Reprint vom Kalibur Schwertdrachen vom Borrowed Sword Rang aus der Megapack, wie den Dual Power Reprint, und dann hätten wir eben oben noch die Secret Rare Variante der Karten, eben den Kalibur Schwertdrachen, den originalen Kalibur Schwertdrachen, eben aus Cybernetica Horizon. Vielleicht kann man es relativ gut lesen, ich weiß es gerade nicht. Der ging auch zu Anfangszeiten schöne verdammte 70 bis 80 Euro und ist auch inzwischen zwar preislich wegen der Reprint gesunken, aber noch immer eine verkackte Shortbild aus diesem Set. Was meine Theorie bestätigt, dass Konami in den dritten Hauptset jedes Jahres irgendwas verkacken kann. Dann hat man eben noch die beiden Circuit Break Varianten vom Borrowed Rang. Eben einmal im Unfirst und einmal im First, das ist jetzt der Unfirst. Eben beide auch in Secret Rare. Und dann würde ich sagen, wir halten uns jetzt auch nicht allzu lange an der Seite auf. Dann kommen wir nämlich zu einer anderen preiswerten Seite. Zumindest war sie das, als ich den kompletten Ordner mal zusammengestellt habe. Also auf der ersten Seite hätten wir einfach mal Evenly Matched in Secret Rare aus, das müsste das Circuit Break Print sein. Ah ja, das ist zumindest sicher mal das Circuit Break Print und das dann wahrscheinlich auch. Dann hätten wir den Reprint aus Dual Power. Da habe ich zum Glück das Playset gezogen. Irgendwie hatte ich nämlich Lust, mir das komplette Set fast komplett ranzuziehen. Also wirklich so viel zu kaufen. Dann hätten wir eine Karte, die mir designtechnisch relativ gut gefällt, auch wenn sie preistechnisch nichts geht. Die ultimative Kreatur des Stronger's Legendary Duelists, White Ring Abyss aus dem LED 3. Die gefällt mir einfach designtechnisch relativ gut, ist auch eine schöne Referenz an Battle City aus Duel Monsters. Dann hätten wir da oben, bevor ich auf die anderen Seiten eingehe, die Raubplanung. Habe ich jetzt einfach nur eingebaut, weil mir genau die zwei Plätze geblieben sind und ich einfach eine Karte einbauen wollte, die mir artwork-technisch richtig gut gefällt, obwohl sie preislich nichts geht, aber das Artwork von dieser Karte, das möchte ich auch wirklich etwas besser zeigen. Das Artwork dieser Karte ist richtig gut gelungen. Gerade vom Predator Blend Fusionsmonster vom neuen ist richtig gut in dem Artwork umgesetzt. Dann können wir gleich auf der anderen Seite weitermachen. Wir hätten die Phantom Knights auf Mistclaw, eine der stärksten Supportkarten, die Phantom Knights in den letzten Jahren wirklich bekommen haben. Weiter geht's eben noch mit den Infinite Impermanences. Davon haben wir eben unten das Playset aus Dual Power. Oben hätten wir noch die zwei aus Flames of Destruction. Einmal hätten wir den First Print, den ich mir reingekauft habe. Ja, den kann ich auch mal etwas genau zeigen. Den habe ich mir ursprünglich auch noch zur österreichischen Nationals 2018 reingeholt. Dann hätten wir noch den Reprint aus der Special Edition. Eben in Anfast, aber den habe ich immerhin noch selbst gezogen. Also das fand ich relativ nice, vor allem weil die Karte zu dem Zeitpunkt auch noch gute 80 Euro ging. War schon der Hammer. Dann können wir auf der nächsten Seite direkt weitergehen. Wir hätten eben schon relativ gute Drachen abgedeckt. Unten hätten wir noch zum Vervollständigen der Borrows hätten wir den Borrow Guard Dragon aus Battles of Legend Relentless Revenge. Ebenso wie Herum die drei Topologic Gambler Dragons. Passend damit wäre im Revolver zu ziemlich vervollständigen. Bomber Dragon ist leider keiner da drin gelandet. Dann hätten wir das originale Playset aus Extreme Force von Full Metal Force Electromid, nach wie vor eine der stärksten Pendelkarten. Leider ist Pendel dadurch auch noch stark geht und dadurch Master Roll 5 wird die komplette Thematik auch nicht so schnell zurückkommen. Abgesehen von den Dümen, die haben ja neulich erst Support bekommen mit Dual Overlord. Aber dann will ich mal weitergehen. Wir hätten oben noch den Originalprint vom Fire Dragon. Wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, den endlich mal mit Errata und vielleicht einem alternativen Artwork zu printen. Gerade so kombiniert bietet sich das eigentlich relativ gut an. Dann hätten wir noch die Apollosa aus Rising Rampage, die ich sogar im Display Opening gezogen habe. Nach wie vor geile Karte. Spielt echt nicht definitiv stark, aber naja, spieltechnisch ist mir das inzwischen auch nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Dann hätten wir eben Sayuja's Galdred, kann ich gerne auch mal rauszeigen. Dann hätten wir nämlich einen, den Print herunten hätten wir nämlich aus Extreme Force.
Und die anderen Prints wären nämlich die Reprints aus dem Megapack 2018. Die Karte macht aber artwork-technisch nach wie vor richtig viel her. Sieht einfach geil aus. Und ja, an sich spielstarke Karte in sehr vielen Decks, die leicht specialen können, die leicht swarmen können, ist es eine der stärksten Draw-Karten, die man so spielen kann. Aber durch Dual Devastator auch leicht zugänglich. Dann hätten wir da oben noch ein Alistair Invoke of Madness. Verdammt gute Karte, ist preislich immer eigentlich solid auf 20 Euro geblieben, einfach weil sie das Deck relativ gut supportet. Dann hätten wir eine der Karten, die eine gewisse Berechtigung hat, hier zu sein. Nämlich habe ich die von Chaos Impact gezogen letztes Jahr. Kann man auch noch relativ gut sehen. Das Video wird sicher auch noch ein neues Thumbnail bekommen. Aber es war gerade sogar die dritte spezielle Rarity, die ich aus dem Display gezogen habe, abgesehen von den beiden Secret Rares. Und dann würde ich mal sagen, wir halten uns jetzt nicht länger auf. Wir gehen direkt auf die nächste Seite weiter, und zwar habe ich die jetzt einfach nur nach Ritual sortiert. Aber ganz unten kann man es relativ gut erkennen, einfach Blues, hauptsächlich im Fokus, aber eben die drei Chaos Drinks, die nach wie vor preislich relativ solide stehen. Dann hätten wir hier rüben, was relativ interessant sein dürfte, drei verschiedene Prints eben vom Chaos Max String, den originalen Movie Pack Print, den Elytra 3 Reprint. Und was an dem interessant ist, ist eben, dass er der Movie Pack Print in amerikanisch ist. Das macht wenigstens artwork-technisch einen gewissen Unterschied. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, amerikanische Karten zusätzlich eben zum normalen Blazed zu haben, also im normalen Blazed, dann nehme ich die schon gern zusätzlich mal einmal oder zweimal ins Blazed auf. Dann hätten wir oben noch passenderweise, weil unten Kaiba abgedeckt war, Yugi. Oben hätten wir den Magician of Chaos und eben den Summon Skull als Ritualmonster. In der Mitte geht es eben noch passend weiter. In der Mitte hätten wir eben Joey mit Lord of Red. Relativ coole Karte, artwork-technisch liebe ich gerade sowas. Es ist einfach wirklich der Hammer. Auf der anderen Seite hätte ich einfach nur gegenübergestellt Trishula in Secret Rare aus Secret Forces als Blazed. Einfach nur, weil er wirklich quasi ein relativ gutes Gegenstück für den Lord of Red darstellt. Dann können wir einfach mal direkt weitergehen. Und zwar kommen wir wieder mal zu ein paar etwas preiswerteren Karten. Zu dem Zeitpunkt, wo der Binder zusammengestellt war, ging so eine Karte wie Phantasma ungefähr noch immer ihre guten 80 Euro, der war mal wirklich hoch oben. Vor allem habe ich die Karte relativ gut auch aus dem Display Opening gepult, zusammen mit einer gewissen anderen Karte, die auch noch im Bein auf uns wartet. Dann können wir weitergehen. Wir hätten eben die beiden Shortprints aus Shadows of Valhalla, die Ash Blossom, kann ich mal rausholen, sieht relativ cool aus. Ich spiele sogar am liebsten, wenn ich noch die Karte in ein Deck packe, die Shortprint-Variante spiele ich sogar in Superware noch am liebsten davon. Dann geht es nämlich unten weiter. Da hätten wir nämlich den Dual Power Reprint von Ash Blossom, die inzwischen viel zu viele Reprints hatte. Ebenso gilt es für die anderen Handtraps. Wir hätten nämlich noch die Ghost Ogre, die Reaper, das Ghost Girl. Eben alle aus Dual Power als Reprint. Unten hätten wir noch das Playset von Omnidrachen Pro Tower. Richtig coole Karte. Designtechnisch ist es einfach quasi wirklich ein kleiner Baby Firewall Drang. Das kommt relativ gut hin. Und dann möchte ich eben noch kurz mal die Karte etwas genauer zeigen. Weil ich die Andeutung, die schöne Meme-Referenz schon mal gesehen habe. Thanos Drang, Phantasmic Thanos Drang. Finde ich nach wie vor witzig. Dann können wir noch weitergehen. Wir haben eben noch nach wie vor ein paar gute weitere Karten. Preistechnisch ist es auf der Seite sogar relativ interessant und hier teilweise auch noch. Den liebe ich designtechnisch einfach. Ich liebe wirklich den Cyber End Dragon, also den Malefic Cyber End Dragon. Ich liebe das Design einfach wegen der schwarz-weißen Elemente, die an jeder Malefic-Karte noch dran sind. Dann hätten wir spieltechnisch Galaxy Soldier in Prismatic Secret Rare aus World Superstars, ebenfalls aus dem Opening gezogen, aber nach wie vor geile Karte, hat ihre spieltechnische Stärke gerade wegen Infinity eben behalten, einfach als Infinity Engine. Dann hätten wir unten ein Playset, das durchaus relativ viel geht. Wir hätten ein Playset Photon Orbital aus Legend of Duelist 3. Geht inzwischen gute 30 bis 40 Euro das Stück, was einfach nur abgefuckt, was einfach nur wirklich wahnsinnig ist, gerade dafür, dass die Karte am Anfang gar nichts ging und dann preislich nicht immer weiter gestiegen ist. Dann kommen wir zu einer anderen Karte, die ich sehr gerne benutzt habe, zumindest als das Deck noch die Karte hatte, als Tower. Wir hätten nämlich Masterpiece. Masterpiece, der wahre Drachos-Schlachtkönig. Ich liebe diese Karte, ich habe wirklich gern Draco gespielt, auch wenn das Deck wirklich von so vielen gehasst wurde und noch immer gehasst wird, ich habe es geliebt, damit zu spielen. Gerade als Masterpiece eben noch mit gewissen anderen Feinkarten erlaubt, war so ein schöner Tower. Gerade weil ich eine davon eben noch aus einer Special Edition gezogen habe. Dann können wir noch zu einer anderen preiswerten Karte kommen, eben aus Legendary Duelist 5. Das Gold, eben die böse Held-Variante von Captain Gold.
der ja auch in Gojo existiert, aber die Karte geht nach wie vor ihre soliden paar Euro. Ich glaube, die war mit Malicious Bane schon relativ hoch eingesetzt, kommt preislich ungefähr auf das Niveau, sogar glaube ich etwas höher. Dann zu einer anderen Karte, die auch wenigstens zumindest glaube ich vor ihren Ripens oder sogar jetzt noch ein bisschen was geht. Beat Klingfeldkämpfers Feldsöldner. Ich liebe das Design der Karte, deswegen habe ich sie auch reingepackt. Es ging einiges, aber eben gerade wegen dem Design. Ich mag solche Designs. Vor allem das erinnert mich wirklich an einige andere Dinge. Dann hätten wir noch den Reprint von Zünderhitze in Secret Rare. Wenigstens schön, dass eine der Karten ein Secret Rare Upgrade bekam. Im Gegensatz zu Majesty Maiden und eben dem Dynamite hat die Karte wenigstens ein Secret Rare Upgrade bekommen, während die anderen nur gereprintet wurden in Low Rare. Finde ich relativ schade, aber ich glaube, das ganze Deckdem hat in Secret Rare doch einiges hergemacht. Und dann können wir auf die nächste Seite weitergehen. Richtig, es geht noch relativ schön weiter preistechnisch. Haben wir hier nämlich die andere Karte Savage Strike, die ich aus dem DSP Opening gezogen habe, den Pot of Extravaganz, den Topf der Extravaganz. In Zukunft vielleicht noch sogar relativ gut werden könnte, vor allem für Decks, die kein Extra Deck brauchen, zum Beispiel Timelords. Dann hätten wir die Glorious Number. Ich liebe das Artwork der Karte, gerade weil sie im Anime auch vorkam, aber ich liebe wirklich das Design. Dann hätten wir noch weitestgehend Into the Void. Das Playset aus Shining Darkness, einmal in Ultra Rare, dann hätten wir nämlich noch Into the Void in Ultimate Rare. Die Karte gefällt mir in der Rarity gerade richtig gut, da kommt das nämlich wirklich gut zur Geltung vom Artwork her. Dann können wir eben weitergehen. Wir haben unten mal zwei Playsets von Karten, die das gehen. Cyber Emergency war mal auf 30, hält sich noch immer trotzdem solide auf 20 im Secret Rare Print. In der Mitte Bingo Maschine Goers Playset, auch noch immer mit den soliden 20. Oben eine Karte in Ultra Rare, die inzwischen leider nicht ganz so viel geht, aber nach wie vor designtechnisch einfach wirklich ein Sammlerobjekt geblieben ist. Wir hätten nämlich einfach die Photon Hand. Der Namoral Hunter, also quasi die Karte ist wirklich perfekt auf mich zugeschnitten. Der Namoral Hunter als Spellcard. Vor allem wegen der Anime-Referenz mit der Photon Hand. Wo sein Gegner ja noch die Seele gestohlen hat. Richtig cool, ich liebe gerade sowas. Dann geht's auf der nächsten Seite weiter. Unten mit dem Blazer von Maximum Crisis Duelist Alliance. Relativ schöne Pendel-Search-Karte nach wie vor. Dann hätten wir oben die Predator Practice. Designtechnisch relativ gut gelungen. Ebenso aus LED5. Richtig gute Karte. Eins der geilsten Sets, was Artworks in der Richtung angeht. Gerade sowas liebe ich. Und dann hätten wir in der Mitte noch eine Karte, die inzwischen preistechnisch wieder im Fall ist. Gerade wegen dem Reprint in Dual Overload und trotzdem Shortprint. Cyanide Mining war damals zu dem Zeitpunkt, dass ich sie getrunken habe, auch so ungefähr auf 30. Ist inzwischen wieder auf 15 und steigt langsam wieder. Und dann, bevor wir auf die nächste Seite übergehen, hätten wir noch die letzte Spell als Playset, hätten wir Legacy of the Duelist aus Duelist Saga. Gerade das Set, mit dem ich einige Leute House of Cards gerne mal assoziieren, weil ich davon wirklich zu viele Displays geöffnet habe. Auf der nächsten Seite gehen wir noch weiter, weil ich den Order Support noch mit den letzten paar Karten weiter noch abdecken wollte, die jetzt nicht speziell in einen gewissen Extra Deck Abschnitt fallen. Wir hätten nämlich einfach das Jump Playset vom Order Persona Drink, der auch in Common gereprintet wurde, aber in Holo machen die meisten Karten in dem Artwork auch wirklich mehr her und ich wollte einfach wirklich das Jump Playset besitzen. Gerade weil wir im TCG kein Holo-Print sonst haben. Dann hätten wir den Order's Mirage Drink aus Drinks of Legend 3 in Secret Rare. Habe ich auch sehr gerne gespielt, ist das One-Off trotzdem noch immer praktisch, wenn du mal keine High-Skill sonst im Deck hast und ist ansonsten auch noch wenigstens aufs Feld beschwörbar, ansonsten als Wall, wenn du mal wieder komplett wegbrickst, was mit dem Deck gerne möglich ist. Dann geht es oben noch weiter mit einer Karte, die ich passenderweise mit einer Karte, die ich einfach noch dazu packen wollte, weil sie eben zu so einem schönen Pendeln-Monster ist, gerade Artwork-technisch. Mars Angel Dieback gefällt mir doch schon relativ gut. Weiter geht's. Wir hätten relativ fett Nostalgie ausgepackt. Wir hätten nämlich einmal das Collector's Tin-Variante vom Blue Eyes. Das ist, glaube ich, noch im Vergleich zur mittleren Reihe etwas uninteressant. Wir hätten nämlich gerade eben die Collector's Tin-Variante. Dann kann ich die Karte gerne rauspacken. Wir haben nämlich das Jump-Artwork von Blue Eyes zweimal. Geht auch noch gute 20 Euro. Ich liebe jetzt gerade, das ist auch wieder ein geiles Artwork. Schade, dass wir die abgesehen von Jump nie im TCG bekommen haben. Dann hätten wir noch das Movie Pack Artwork, das auch nach wie vor eins meiner Lieblingsartworks ist. Gerade mit dem Blue Eyes aus der Jump. Und dann können wir auf der nächsten Seite direkt weitergehen. Und zwar haben wir oben eben eine Banzer-Variante von Redders, eine normale Variante von Redders aus dem Starter Deck Joey. Dann hätten wir oben die Variante vom Dunklen Magier im geileren Artwork, das er im Yugimoto Structure Deck bekommen hat, aus der Collectors Box.
Unten geht es wiederum weiter mit dem gleichen Artwork in Sigurdware und noch eine andere richtig geile Karte, die ich gerne reinpacke, den Reddest Black Dragon aus dem Anniversary Pack. Mein Lieblingsartwork dieser Karte. Die Karte hat bisher sonst wirklich kein geileres Artwork gesehen. Und nach wie vor geht sie gute 20 Euro, wenn nicht sogar mehr in mir mit. Und das ist wirklich verdammt hoch. Dann können wir direkt auf die nächste Seite weitergehen. Wir haben hier rein Synchro sortiert. Auf dieser Seite haben wir relativ gut Nostalgie abgedeckt. Wir haben das Playset aus Dusa von Trishula. Oben die zwei Secret-Varianten aus Battles of Legend. Zwei Dusa Bryonyx. Und ein Megapick und ein Secret of Eternity Metaphysician Horus in Ultra Rare. Und dann kommen wir zu einer Karte, die wirklich Synchro durch Act 5 auch stark geprägt hat. Wir haben Battles of Legend Prince 1, 2, 3, das Playset aus Battles of Legend von Crystal Ring. Oben haben wir den Originalprint, der zu guten Zeiten 60 Euro ging und ich mir den zum Glück noch davor auf 20 gesichert habe. Wir haben, eben bevor ich auf die guten Rarity-technisch wirklich interessanten Karten eingeht, die beiden Secret Rare Prints, einmal Megapack, einmal Originalset, Cross-Sold und Megapack, Secret Rare Clearing, oben zwei Stück in Ultimate Rare, sehen richtig Hammer aus, Bombe. Ja, ich komme noch auf das Rarity-Debakel später zu reden, dann kommen wir nämlich noch einmal zur Ghost Rare-Variante von Clearing. So sollte man den halbwegs erkennen können, aber das ist das Problem an der Karte, ein Ghost Rare. Das ist schon die deutsche Variante. Weiter geht's noch. Auf der nächsten Seite hatten wir relativ gut teilweise spielstarke Karten abgedeckt und da hätten wir wirklich Nostalgie abgedeckt. Wir hätten zweimal die Collector's Team Variante von Black Rose Dragon. Unten hätten wir das Playset aus Dusa. Ja, das, von dem Set habe ich wirklich zu viel geöffnet. Wir hätten zweimal den Nicknister Prominence in Ultimate Rare einmal wirklich in Niemand erhalten und da ist er relativ abgenutzt, aber. Ich glaube, im Moment kann ich es auch nur höher stehen, der ist zwar relativ abgenutzt, aber irgendwann werde ich den wahrscheinlich noch austauschen. Da hätten sie zwei Karten, die nach wie vor überverfickt, die 30 Euro gehen. Borrelord Savage Ring, den hätte ich mir früher vielleicht mal sichern sollen, oder ansonsten wird es jetzt wahrscheinlich sowieso erst nach dem Reprint. Über 30 Euro. Der kommt an ein Cyber End in Unfirst in Ultimate ran. Aber damit erstmal genug. Wir gehen auf der nächsten Seite weiter. Red Demon's Ring, Rotdrachen Herz oder Walter, zweimal Collectors Timara und der Secret Rare. Dann noch die Secret Rare Variante aus dem Megapack vom Scarlet. Oben die beiden Ultis, kann ich gerne mal einen zeigen. Sieht Hammer aus, der ist auch Bombe. In Ulti macht er definitiv auch viel mehr her. Unten geht's noch weiter, einmal aus Absolute Power Force, den Ulti Print vom Safer Demon's Dragon vom Majestic Red Dragon. In Ulti, Diamant richtig gut erhalten. Und dann möchte ich auch nämlich noch auf die bessere Variante gehen. Einen Ghost Rare Print dieser Karte in dir mit. Und die Karte findest du ansonsten immer noch komplett abgefuckt. Den findest du sonst nie in dir mit aus der Special Edition oder aus einem der anderen Sets. Ja. Machen wir erstmal weiter. Auf der Seite hätten wir, da möchte ich zuerst darauf eingehen: Shooting Riser Dragon, der kleine Stufe 6er, der kleine Bruder vom Shooting Star Dragon. War auch ein beliebtes Target für Noodle Fiber, für Needle Fiber, als er rauskam, als er announced wurde. Unten hätten wir das andere Playset vom Vulkan the Divine, ebenfalls Stammplayset. Oben zwei Tin-Varianten vom Power Tool Dragon, die Tin-Variante vom Ancient Fairy Dragon. Dann, designtechnisch, Speedroid Kytrek, eine der bestdesigntesten Speedroid-Karten, die das Deck überhaupt jemals gesehen hatte. Psyframe Lord Gamma als Reprint aus dem Battles of Legend, trotzdem geile Karte, spieltechnisch. Unten hätten wir das Playset aus LED3 vom Schwarzflügel Panzermeister, dem Upgrade für den Rüstungsmeister. Und da oben relativ schön einmal den Assault Blackwing aus dem Megapack und einmal eine Karte, die ich glücklicherweise auch selbst gezogen habe. Wir haben sie und zwar in Ultimate Rare. Reagiere der Regenschau sogar in etwas versetztem Ultimate Rare. Aber trotzdem nach wie vor geile Karte. Und dann können wir auch vielleicht direkt mit der nächsten Seite weitermachen. Wir sind bald mal mit dem Ordner durch. Wir haben nämlich jetzt kurz zu dem Debakel, den haben wir leider nur in Secret Rare bekommen, egal ob Megapack oder Originalset. Zu dem Zeitpunkt gab es keine alternativen Rarities mehr. Unten hätten wir in Ultimate Rare den Gaia Drachling aus Starstruck Blast, richtig geile Karte in Ultimate, macht gerade um 10 Euro schon, aber doch einiges Artwork technisch her. Oben hätten wir die Collectors Team Variante aus dem Opening Draco Equitana, Drachenritter in Secret Rare. Unten hätten wir zwei Stück in Ghost Rare. Wovon ich gerade auch in der letzten Sammlung, die ich auf dem Kanal gezeigt habe,
auch von House of Cards wenigstens das Blazit damit vervollständigen konnte. Danke nochmal dafür. Dann können wir auf der nächsten Seite weitergehen. Wir hätten eben ganz unten zwei beschworene Crockhitters, einmal Kalga. Dann hätten wir ein Playset von Mega Pack Buster Blade Fusionsmonster. Einmal oben die normale Bosch-Variante. Dann hätten wir eine Karte, die ich designtechnisch aus Liebe, den Braveheart Pendulum Dragon. Und eine Karte, die wenigstens aus ging, aus LED 5. Wir hätten einmal Malicious Bane, relativ spielstarke Karte und geht wenigstens was. Aber das war's noch nicht mal. Wir kommen noch zu den Highlights. Weiter geht's. Wir hätten ein Playset vom Outer Vortex Dragon aus der Megatin in Sigurdur. Eine Variante in Ultimate, die ich unbedingt wegen der Highway im Deck damals spielen wollte. Wir hätten zweimal den Archfiend Black Skull Dragon und einen in Ultimate Wear. Und in Ultimate Wear machen die meisten Karten davon wesentlich mehr her. Dann hätten wir die Collectors Variante von Plasma Weiß und von der anderen Fusion von Dark Bright in Ultimate Wear leicht angeditscht. Wir hätten nämlich eben Dark Bright, aber es ist eben Dark Bright, es ist eine Ulti. Hat sich eben so gut angeboten beim Trade. Dann auf der nächsten Seite machen wir eben noch passend mit Raiders weiter. Das Slash Dragon eben aus dem ersten Legendary Duelist, die ja die Duelist Pack Ups gelöst haben. LED 5, das gute Predator Plant Fusionsmonster. Designtechnisch ist einfach richtig Hammer, haben sie gut gemacht. Danke Konami. Und oben eben gut aufgegriffen, die Fusion vom Summon Skull, ebenfalls geiles Artwork. Eben wie das Ritualmonster und trotzdem hat das Ritualmonster das beste Artwork bekommen. Aber auf der nächsten Seite geht es mal wieder Hammer weiter. Wir hätten damals relativ gut abgedeckt, oben das Blazer vom Raiders Alternative Dragon, aus Dusa dem Raiders Darkness Metal Dragon, der inzwischen mit der Rat auch nochmal zu uns zurückkommen wird. Unten hätten wir den Blue Assault Dragon, spieltechnisch ist es wenigstens als One-Off hin und wieder doch im Deck relativ praktisch. Oben alternatives Artwork von Slifer, den wir ewig so nicht im TCG hatten. Richtig geile Karte, richtig geiles Artwork, hat uns Ewigkeiten gefehlt. Ganz unten, wie gesagt, ich liebe eben das Malefic Deck Zimmer, gerade wegen den schwarz-weißen Elementen. Die passen gerade in der Variante richtig gut. Dann hätten wir das Crimson Crisis. Jede Variante vom Red Demon Strength, vom Rotdrachen Herz und der Weltler Angriffsmodus. Einmal die normale Ultra Rare Variante. Einmal, und das will ich jetzt nicht unbedingt raushauen, wir hätten die Ultimate Rare Variante. Und dann hätten wir noch zu guter Letzt einmal die Ghost Rare Variante. Die macht doch auch einiges her. Das ist auch meine Lieblingsvariante von den dreien. Dann können wir mal direkt weitergehen. Wir sind nämlich bald am Ende des Beines angelangt. Und zwar Drachen. Die definieren auch Xyz relativ gut. Die sind eigentlich sehr gerne mal in jedem Artstep teilweise die besten Karten. Und zwar haben wir ganz oben Battles of Legend Heroes Revenge. Eine der letzten Nummerkarten, die bei uns im TCG rauskam. Nummer 97, Drachlubien, spielstarke Karte, Master Roll 5 wird die wahrscheinlich richtig gut kommen mit einigen anderen Drachen-Xyz-Karten. Wir hätten Cyberdrachen Endlichkeit, richtig gute Negate-Karte, einmal den Bosch-Print, also den Original-Print in Sekundär und zweimal den Reprint aus dem Megapack. Dark Dragon mit Xyz-Karte, richtig gutes Upgrade vom Dark Rebellion. Und designtechnisch, die Flügel sind eben relativ gut gelungen. Haus, ich glaube, das ist auch deiner Lieblingsdrachen-Artworks, das hast du ja gerne mal erwähnt. Gerade eben wegen der Flügelelemente, weil sie von den Kirchenfenstern so nice designt aussehen. Einmal Utopia Blitz aus Dark Illusion Special Edition, wovon ich im Moment eigentlich von dem Print mal eine Karte haben dürfte. Dann geht's aber eben weiter. Oh, das ist ja wie gesagt einer meiner Lieblings-Archetypes. Wir hätten unten einen Raging Tempest Original-Print in Ultra Rare. Oben hätten wir die beiden Reprints aus dem Megapack. Da hätten wir die beiden Reprints vom Order's Rebellion Drink in Sigurdur aus dem Megatin. Da hätten wir eine der Karten, die ich wirklich gerne als Lieblingskarte quasi behandeln würde. Designtechnisch liebe ich den Order's Rebellion Drink. In Ultimate Rare ist es eine meiner Lieblingskarten. Gerade eben wegen dem violetten Hintergrund und wegen dem schwarzen und dunklen Elemente, die so wirklich gut mit dem Hintergrund harmonieren, einfach wirklich, weil sich das so schön absetzt. Eins meiner Lieblingsartworks. Und unten eine meiner anderen Lieblingskarten, weil ich Raiders auch wirklich gern gespielt habe. Raiders Flare Metal Dragon in Ultimate Rare. Ich liebe diese Karte. Und dann kommen wir noch zum Grande Finale, zum schönen Abschluss dieses Ordners. Und zwar haben wir oben eine Karte, die nach wie vor gute 10 Euro geht, Nummer 75. Daneben zwei Sky Pegasus. Ist zwar spieltechnisch überhaupt nicht stark, aber ich weiß nicht warum, aber ich liebe einfach das Design von Pegasus.
Es ist richtig gut gelungen. Der Hintergrund ist zwar dunkelblau und das Monster hauptsächlich weiß und hellblau mit den Flügeln gehalten, aber ich weiß nicht warum, das setzt so richtig gut raus. Ah, dann hätten wir unten auch eben so eine der Lieblingskarten, glaube ich, Haus. Ah, Nummer 24, Dragolas, macht im OCG in Collectors ja auch viel mehr Herd bei uns in Secret Rare. Und dann noch zu guter Letzt, Breaksword. Wir hätten zwei Stück davon in Secret Rare aus den Battles of Legend als Rebuild und dann die Karte, die ich mal gerne für 30 Euro gekauft habe, ist sie wirklich mal eine Hype-Karte war. Breaksword aus Wing Riders, die Karte ging wirklich mal 30 Euro, damals als es noch kein Rebuild gab und eben das eine der stärksten Rang 3 Karten war. Und ja Leute, das war's, was ich eben so mal zu meinem Kanal zeigen wollte. Den Ordner fand ich persönlich auch richtig geil, den sehe ich mir nach wie vor gerne an. Obwohl ich die Karten inzwischen auch eigentlich wieder mal wahrscheinlich zurücksortieren werde in die Sammlung, einfach für die Übersicht. Und ja Leute, ich hoffe euch hat dieser kleine Überblick über meinen Kanal gefallen, über meine Sammlung, über den Ordner. Und ja, es würde mich freuen, wenn vor ein paar von euch vielleicht auf dem Kanal vorbeischauen, ein Abo hinterlassen und gerne mal hin und wieder bei den Videos vorbeischauen, gerade weil ich inzwischen versuche, eben die Qualität meiner Videos wesentlich zu verbessern. Und ja, nochmal vielen Dank House of Cards für die Gelegenheit, meinen Kanal hier zu präsentieren. Und ja, bis dahin Leute, ciao. Ja, meine Freunde, das nenne ich mal eine Collection, ne? Sahnige Sache. Bevor ich jetzt allerdings zum Fazit komme, hier noch kurz eine kleine Erklärung, wie ihr selbst ein Video einreichen könnt. Ihr müsst kein YouTuber sein, es reicht, wenn ihr einfach nur eine Handycam habt und eine schöne Sammlung. Natürlich wird hier kein Kamenbulk vorgestellt, also es sollte schon eine passable Collection sein, die ihr hier vorstellen könnt. Orientiert euch an dem, was schon hochgeladen wurde. Wir haben von Saumeister schon eine Sammlung und so weiter und so fort. Dann nehmt ihr das Ganze auf, bitte nicht im Hochformat. Videos, die mir im Hochformat zugesendet werden, werden nicht veröffentlicht. Es muss wirklich Querformat sein. Wenn ihr das Video aufgenommen habt, dann bitte keinerlei Bearbeitung mit Musik oder so, das mache alles ich. Dann ladet ihr dieses Video bei euch auf dem YouTube-Kanal hoch. Wenn ihr selbst Abonnenten habt und ihr nicht möchtet, dass das Video von euren Abonnenten gesehen wird, dann schaltet es auf nicht gelistet, ansonsten könnt ihr das auch öffentlich machen, ist ja kein Thema. Wenn ihr keinen Abonnenten habt, dann wird das auch vermutlich so schnell keiner sehen. Anschließend kopiert ihr den Link zu diesem Video und sendet mir diesen Link per E-Mail. Die E-Mail findet ihr in der Videobeschreibung, ist houseofcards@tonline.de und ihr müsst natürlich den ein oder anderen Satz dazu schreiben. Wichtig ist vor allen Dingen, ob ihr wollt, dass ich diese Sammlung kommentiere oder ob ihr sie selbst kommentieren lassen wollt. Wichtig zu wissen ist, wenn ich sie kommentieren muss, kann es einige Wochen dauern, bis das Video online kommt, denn dieses Format wird halt nur dann gebracht, wenn halt auch, wenn es entweder mal an der Zeit ist, weil es schon länger nicht mehr kam, oder ja, wenn halt sonst nichts anliegt. Wenn ihr die Sammlung selbst kommentiert, kommt das Video in der Regel wesentlich schneller, da es mich eigentlich kaum Arbeit kostet. Das sind vielleicht 2-2,5 Stunden insgesamt. Ja, das war's dann im Endeffekt auch schon wieder. Dann heißt es für euch abwarten und gucken, wann das Video kommt. Wichtig wäre dann natürlich, die Glocke bei mir zu aktivieren, damit ihr auch über den Upload informiert werdet, beziehungsweise über die Premiere. Jetzt aber zur Sammlung selbst. Ja, die Sammlung an sich ist mega, mega cool. Ich finde es auch schön, wie er die Seiten aufgebaut hat. Sie ist recht hochwertig. Man hat gesehen, es ist nicht alles im Top-Zustand. Das ist halt so eine Sache, wo ich mal sage, nee, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Es ist und bleibt eine schöne, feine Sammlung, die auch einen gewissen Wert hat. Wir haben einige sehr teure Karten drin, wie zum Beispiel den Dark Rebellion Dragon. Der finstere Rebellion Sexistrache, genau, in Ghost Rare. Zum Beispiel ist eine absolute Rarität, auch viele der Ultimate Rares sind absolute Raritäten und da kommt natürlich einiges an Preisen zusammen. Allerdings will ich mich jetzt hier zu keiner Expertise mit einer genauen Zahl hinreißen lassen. Alles in allem eine sehr schöne Sammlung und ich muss sagen, das Video ist wirklich bombastisch gemacht. Klar, es ist jetzt von der Technik her, also von der technischen Qualität, nicht High Level. Ne? Das sind meine Videos auch nicht. So richtig High Level ist Schattenspieler oder Random Brain zum Beispiel. Die haben saugute Kameras, sauguten Ton und da ist das natürlich alles on point. Klar, will man sich nicht mit messen. Auf jeden Fall, ansonsten, die Umsetzung des Videos wirklich klasse und das ist das beste Video, das er jemals meiner Meinung nach gemacht hat, was die Umsetzung angeht. Das bringt mich auch zu seinem Kanal und ich muss sagen, ich schaue ihn wirklich sehr, sehr,
gerne. Der einzige Makel, den ich finde, den Emmermann hat, ist, dass er sehr monoton redet. Er schafft es schwer, mit Begeisterung anzustecken, sag ich mal, weil er halt immer so in einer Tonlage spricht. So. Also er sagt, zuerst sagt er, keine Ahnung, ja, hier ist jetzt der Schlag mich tot, Riese in Kamen, und in derselben Tonlage sagt dann ja, und hier ist dann die Ghost. Das ist halt ein Punkt, wo man sagt, okay, da ist halt nichts Mitreißendes bei. Abgesehen davon habe ich absolut null Kritik an dem Kanal. Ich finde ihn wirklich top gestaltet. Er ist recht abwechslungsreich. Er macht auch schöne OCG-Produkte teilweise auf. Er hat mal diese 20th Anniversary Box, die ursprünglich rauskam, aufgemacht. Mega, mega sahnig, wenn ich ihn jetzt hier nicht verwechsel, aber ich glaube nicht. Es müsste auch das Video sein, das ihr sofort auf dem Kanal seht als Headline-Video. Wenn ihr draufklickt, sehr, sehr schön. Alles in allem kann ich hier eine ganz, ganz klare Abo-Empfehlung aussprechen. Ist wirklich ein toller Sammlerkanal, wirklich mal eine Perle von Sammlerkanal in diesem Riesenmeer aus Kanälen, die sich nur mit dem Game und mit Spielbarkeit und Ähnlichem beschäftigen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Empfehle ich jedem, sich da zumindest mal umzugucken und wenn es euch gefällt, zu abonnieren. Ja, das war es allerdings auch schon wieder an der Stelle von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich bekomme mal wieder eine Collection eingesendet, hier und da, in Videoform. Und ja, wir sehen uns in einer weiteren Folge Commented Collection und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.